FC Köln gegen Bayern München, Nürnberg gegen Borussia Dortmund und Waldhof Mannheim gegen den HSV. Das sind die Partien, die wir Ihnen anbieten werden in den nächsten 50 Minuten. Natürlich steht das Spitzenspiel im Mittelpunkt hier aus dem Köln-Müngersdorfer Stadion. Sie haben gerade schon ein paar Ergebnisse gesehen. Nachher gehen wir auch darauf noch ein. Jetzt aber die Höhepunkte vom Spiel, vom Endspiel, wie alle gesagt haben, 1. FC Köln gegen Bayern München. Wilfried Mohren kommentiert die Höhepunkte. Auseinandersetzungen der letzten Wochen und Monate traten um 20.01 Uhr im Köln-Müngersdorfer Stadion in den Hintergrund. Spielerische Klasse, ob von den Kölnern oder von den Münchnern, musste dieses Spiel entscheiden. 60.000 Zuschauer beim sogenannten Endspiel, obgleich beide Mannschaften nach diesem Spiel noch jeweils drei Begegnungen zu absolvieren hatten. Die erste Ecke für die Kölner, die furios begannen, unterstützt vom zahlenmäßig starken Anhang. Das ist der Kapitän Pierre Littbarski. Und aufgestützt von Morten Olsen hier gegen seinen Bewacher. Das ist der Schiedsrichter Wolf-Günther Wiesel aus Ottbergen bei Hildesheim. 41 Jahre alt ist er. Er leitete das Spiel souverän und musste, ich darf es vorwegnehmen, nur eine gelbe Karte zeigen. Und zwar gegen Pierre Littbarski. Kölner versuchten es von Beginn an mit viel, viel Druck. Sie wollten gleich die Initiative übernehmen. Das ist wieder Olsen in der Anfangsphase zusammen mit Littbarski, agilster Kölner und der Libero Paul Steiner. Sie sehen, wie früh die Kölner stören. Das ist Paulsen. Und Glück für die Münchner. Wir sind etwa in der sechsten Spielminute. Da setzte sich der dänische Mittelstürmer des 1. FC Köln gegen Grahammer durch. Und scheiterte im letzten Augenblick an Raimund Aumann. Wir sind immer noch in der Anfangsphase, in der, wie gesagt, der 1. FC Köln deutlich die Gangart bestimmte. Wieder Littbarski. Paulsen. Hat Probleme, den Ball anzunehmen. Aumann aus dem Tor. Ja, die Kölner hatten es ja angekündigt und die Münchner hatten es erwartet, diesen Sturmlauf zu beginnen. Und sie waren bemüht, die Gäste von der Isar das Tempo aus dem Spiel herauszunehmen. Das gelang ihnen nicht sogleich, aber mit zunehmender Spielzeit bekamen sie den Gegner besser in den Griff und hatten diese erste Chance. Ton. Und da ein leichtes Missverständnis mit Viggo Kögel, der für viel Leben auf dem linken Flügel des FC Bayern sorgte, wenngleich er heute wieder einmal wenig torgefährlich war. Aber in der Rolle des Vorbereiters eine gute Partie des kleinen Penzbergers. Missverständnis bei den Kölnern und da ist er wieder, Viggo Kögel, verfolgt von Steiner. Und bei diesem Rempler verlangten die Zuschauer nach einem Strafstoß für die Gäste aus München, zumindest die, die es mit dem FC Bayern halten. Hier die Bank mit Trainer Jupp Heynckes im Vordergrund, aber Schiedsrichter Wiesel ließ zu Recht weiterlaufen. Uwe Rahn wirkte oft etwas umständlich. Gielchen. Kölner übrigens mit Jürgen Kohler, trotz einer Oberschenkelzerrung, die noch nicht ganz ausgeheilt war, war mit von Anfang an dabei. Hier ließ der Schiedsrichter Vorteil gelten. Rahn erkannte die Situation, zog ab und sehr spät dann doch noch der Pfiff von Wiesel. Wir sind etwa in der 14. Spielminute. Hier sehen wir die Situation noch einmal. Grahammer klärte da, aber nur auf den Fuß von Rahn abgeklatscht, der beherzt abzog. Der nachfolgende Freistoß brachte nichts ein.
Und dann fanden die Münchner immer mehr zu ihrem Spiel. Immer wieder wurde Augenthaler gesucht, der heute sein 350. Bundesligaspiel absolvierte. Und justament hier in Köln vor einem Jahr beim 3:1-Erfolg der Kölner zum bislang einzigen Mal in seiner Karriere vom Platz gestellt wurde. Und ein Warnschuss. Von Flick abgefeuert, aber Ilkner auf dem Posten. Das ist wieder Pierre Littbarski, der sich viel anbot. Ich sagte, er ist eine große Laufarbeit verrichtete. Immer wieder versuchte, Räume zu schaffen für seine Mitspieler. Und dann Hess noch einmal. Er zögert nicht, sondern hält direkt drauf. Aber da fehlten doch gut und gerne 2 Meter. Hessler blieb etwas blass in dieser Partie. Seine Leistung entsprach sicherlich nicht seinen Möglichkeiten. Das ist der frühere Berliner Thomas Hessler. Rhythmisches Klatschen, gute Stimmung unter den Zuschauern. Aber die Münchner mit klugem Spiel. Weiter Pass von Augenthaler auf Reuter. Und Achtung, Pfostenschuss. Wohlfahrt ist zur Stelle. Die 25. Spielminute im Köln-Müngersdorfer Stadion. Und die Gäste aus München, sie führen. Das 0:1 hier in der Wiederholung. Reuter setzt sich prima ab. Ilkner mit den Fingerspitzen dran, lenkt den Ball zum Pfosten und dann ist der Goalgetter da. Roland Wohlfahrt staubt ab. Hier haben wir ihn bei seinem Gegenspieler Jürgen Kohler. Im kommenden Jahr sind sie Vereinskameraden, denn Kohler wechselt ja nach München. München führt mit 1:0. Und nach diesem Treffer die Kölner doch merklich geschockt. Das ist Olsen. Hessler umständlich die Kölner in dieser Phase. Kögel wieder. Reuter. Und was mag Christoph Daum zu diesem Zeitpunkt gedacht haben? Er, der ja angekündigt hatte, wir schlagen die Münchner in diesem unserem Heimspiel. Ilkner bis dahin nicht einmal sonderlich geprüft. Und dennoch die Führung für die Gäste. Wieder der fast 40 Jahre alte Mittelfeldspieler, der dänische internationale Kohler, Gielchen. Gielchen und Kohler, die Manndecker, die es schwer hatten gegen Wohlfahrt und Wegmann und dann das überraschende Ausgleichstor für den ersten FC Köln. Die Szene eigentlich schon klar. Aumann muss in dieser Phase den Ball sicher greifen. Stattdessen zögert er, Missverständnis mit Kapitän Augenthaler und dann spritzt Thomas Alofs, der Bundesliga-Torjäger Nummer 1, dazwischen und spitzelt den Ball über den Münchner Torhüter hinweg zum vielumjubelten Ausgleichstor in der 33. Spielminute. Und so wurde dieser Treffer auf den Rängen gefeiert. Noch einmal die Situation. Da ist Alofs, der ja zu Racing Straßburg wechselt, der Nutznießer dieses Missverständnisses zwischen Kapitän Augenthaler und Schlussmann Aumann. Und dieser Treffer, 12 Minuten vor dem Wechsel, beflügelte die Gastgeber noch einmal. Drei davon 14 Ecken für Köln. Littbarski. Und die Münchner kamen noch einmal gegen Ende des ersten Durchgangs unter Druck. Noch einmal Eckball für Littbarski.
Und wieder Hässler. Der Einzige, der, wenn einmal sich die Gelegenheit bot, beherzt drauf schoss. Es laufen die letzten Minuten vor der Pause. Klares Foul von Paul Steiner gegen Olaf Thon, der mit zunehmender Spielzeit an seiner Aufgabe wuchs. Hier sehen wir, dass er umgestoßen wird von Paul Steiner. Aber Wolf-Dieter Wiesel immer auf der Höhe des Geschehens. Hier pfeift er noch einmal Freistoß für die Gastgeber und die einzige gelbe Karte in diesem Spiel für Pierre Littbarski. Die allerdings hat für den Kapitän des 1. FC Köln Folgen, denn es ist seine siebte und er wird seiner Mannschaft im nächsten Spiel bei den Stuttgarter Kickers fehlen. Olaf Thon konnte weitermachen. Der anschließende Freistoß, Sie sehen es, er brachte nichts ein. Immer wieder suchten sich Morten Olsen und Pierre Littbarski. Aber was auch in dieser Szene deutlich wird, oft fehlte es an der Feinabstimmung im Kölner Spiel. München machte den homogeneren Eindruck. Dann Paul Steiner im Duell mit Roland Wohlfahrt, der heute fast nie zu bremsen war. Und Sie sehen, welch großes Pech der Münchner Mittelstürmer in dieser Szene hatte. Eine Nachlässigkeit von Paul Steiner bringt ihn hier in Vorteil. Der Ball verspringt dem Kölner Libero. Und dieser Heber, diese Bogenlampe, hätte fast zur erneuten Führung für die Gäste gereicht. Thomas Alofs versuchte immer wieder auf die Flügel auszuweichen und auch Paulsen ließ sich oft zurückfallen, um sich der messerscharfen Bewachung von Grahammer bzw. Flügler zu entziehen. Die letzten Sekunden vor der Pause. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Görz bei Meckball. Aber sichere Faustabwehr von Raimund Aumann. Und dann war Halbzeit in Köln-Müngersdorf. Ein verdientes Unentschieden zu diesem Zeitpunkt. Köln, die zu Beginn und gegen Ende der ersten Halbzeit bessere Mannschaft, dazwischen aber die Münchner mit Vorteil. Zum Wiederbeginn kamen beide Mannschaften dann unverändert aus den Kabinen. Und das bedeutete, dass auch Hansi Dorfner zunächst draußen blieb, den man eigentlich von Beginn an erwartet hatte. Aber ein Allergieanfall und das nachherige Schlucken von Tabletten dagegen hatte ihn körperlich so geschwächt, dass Jupp Heynckes von Beginn an auf ihn verzichtete zunächst einmal. Dorfner aber auf der Bank. Er sollte später kommen. Dann dieser Pass auf Roland Wohlfahrt und Bodo Ilkner. Aber Wohlfahrt in dieser Szene zurückgepfiffen. Er soll im Abseits gestanden haben, ich meine zu Unrecht. Wie dem auch sei, es bleibt beim 1:1. Dann die schnelle Drehung von Olaf Thon, der wie gesagt mit zunehmender Spielzeit immer besser wurde. Stefan Reuter, der weite Wege ging heute, Löcherriss in die Kölner Abwehr. Und dann diese Aktion. Flick legt zurück auf Hans Flügler und dessen Direktabnahme verfehlt das Ziel, wie wir in der Wiederholung sehen, nur knapp.
Das ist Hans Flügler, der im Hinspiel Andreas Gielchen noch schwer verletzte. Aber mittlerweile sind die Wogen wieder geglättet. Dann Steiner im gegnerischen Strafraum. Den Libero hielt es nicht mehr hinten, denn die Kölner wussten, ein Unentschieden reicht ihnen nicht. Aber jeder Sieg, gleich in welcher Höhe, hätte ihnen heute Abend die Tabellenführung eingebracht. Hier tanzt er Nachtwey aus, aber dann fehlt ihm das Glück. Dann der Wechsel bei den Kölnern. Gielchen geht und Trainer Daum ahnte, dass ihm die Zeit davonlief. Er brachte einen zusätzlichen Angreifer mit Falko Götz und auch die Münchner tauschten. Jonsson kam, der Norweger, ein Verteidiger, und dafür ging Wegmann. Und Mitte der zweiten Halbzeit dann diese Chance für Thomas Allofs, der im Fallen förmlich den Ball noch versucht, auf das Münchner Tor zu bringen. Hart bedrängt, hier sehen Sie es, von Flügler. Und die Kölner warfen jetzt alles nach vorne. Das war Thomas Allofs, der hier versuchen wollte, den Ball zu heben, zu zirkeln. Aber kein Glück für den früheren Düsseldorfer. Und immer wieder der erste FC Köln, der die Münchner am eigenen Strafraum festnagelte. Aber die hatten Konterchancen, wie wir gleich noch sehen werden. Wieder Hässler. Vorbei. Und hier forderten die Zuschauer Strafstoß. Aber der Schiedsrichter gab einen solchen nicht. Zu Recht, wie ich meine, die Wiederholung wird es zeigen. Hier wird er freigesperrt von Paulsen. Und da ist die Szene. Es ist schwer zu entscheiden. Ich meine, es war kein Strafstoß. Dann noch ein Tausch beim ersten FC Köln. Kohler verließ den Platz. Und für ihn kam Ralf Sturm, der Mann mit der Rückennummer 14. Und er wird gleich in einer ganz besonderen Szene zu sehen sein. Sturm, ein zusätzlicher Angreifer. Klar, Daum musste volles Risiko gehen. Immer noch der Spielstand 1:1. Und um es noch einmal zu sagen, dieses Resultat konnte den Kölnern nicht reichen. Kögel gegen Sturm. Und jetzt passen Sie auf. Der neue Mann verliert hier den Ball gegen Kögel. Und dann ist Wohlfahrt zur Stelle nach dieser präzisen Flanke von Viggar Kögel. Und der FC Bayern München führt in Köln-Müngersdorf in der 85. Spielminute mit 2:1. Schauen Sie einmal diesen mustergültigen Kopfstoß an. Das zweite Tor an diesem Abend von Roland Wohlfahrt. Jähes Entsetzen beim Kölner Anhang und unter den aus München mitgereisten Riesenjubel. Die Kölner jetzt natürlich noch mehr unter Zugzwang. Thomas Allofs. Aber innen war jetzt alles dicht und die Münchner hatten weitere Konterchancen. Wir sind in der 89. Spielminute. Wieder Roland Wohlfahrt. Er zögert, dann der Pass zu Olaf Thon, der sich gegen Thomas Hässler und gegen Olsen durchsetzt. Und da braucht Roland Wohlfahrt nur noch einzuschieben. Und 2 Minuten vor Schluss ist das Spiel in Köln-Müngersdorf zugunsten des deutschen Rekordmeisters entschieden. Da hilft kein Wenn und Aber, da hilft kein Protest von Bodo Ilkner. Roland Wohlfahrt, der Mann des Abends, möchte ich einmal sagen, markiert seinen dritten Treffer und das 3:1 in diesem Spiel. Hier noch einmal die Wiederholung. Schön angenommen von Olaf Thon, der sich hier gegen zwei Kölner behauptet.
der Querpass und da braucht Wohlfahrt nur noch den Fuß hinzuhalten. Die Kölner protestierten wohl abseits, aber der Treffer hatte Gültigkeit. Und nun war das Spiel natürlich gelaufen. Bei diesem Vorsprung ließ es sich nach Belieben spielen. Das ist wieder Stefan Reuter. Die Kölner natürlich ziemlich ratlos. Im Übrigen, ihnen fehlte die Zeit, um jetzt noch etwas Positives zu bewirken. Die letzten Sekunden liefen und am Gesicht von Christoph Daum wird deutlich, wie schwer er an dieser Niederlage, die zu diesem Zeitpunkt natürlich schon feststand, zu tragen hat. Noch einmal die Gäste, die hier brillant konterten in der zweiten Halbzeit und zudem hinten felsenfest standen. Ein Sieg, der auch in dieser Höhe nicht einmal unverdient ist. Dorfner hier noch einmal, wird gefoult, aber der Schiedsrichter meint, dass es dann nun auch gut sei mit Entscheidungen, die zu einem Elfmeter führen. Die gibt es dann nicht mehr. Es ist Schluss in Köln. Die Münchner Spieler reißen die Arme hoch. Der FC Bayern gewinnt beim ersten FC Köln mit 3:1 und da jagt sogar der Trainer Jupp Heynckes aufs Spielfeld, umarmt den dreifachen Torschützen Roland Wohlfahrt, der möglicherweise heute Abend dafür gesorgt hat, dass der FC Bayern vorzeitig deutscher Fußballmeister geworden ist. Denn der Vorsprung der Münchner beträgt nach diesem Erfolg beim ärgsten Rivalen Köln jetzt 4 Punkte. Und damit zurück zu Uli Potowski. So, danke schön, Wilfried Mohren. Wir sind jetzt wieder live im Köln-Müngersdorfer Stadion. Wir haben auch schon illustre Gäste hier. Die werde ich Ihnen gleich vorstellen. Zunächst einmal muss ich sagen, dass wir eine kleine Tonstörung hatten, allerdings nur im Raum Burscheid, anfangs dieses Spiels, dieses Zusammenschnitts. Das bitte ich zu entschuldigen. Wir haben jetzt aber für Sie zunächst einmal weitere Stimmen zusammengetragen. Zunächst einmal natürlich von den glücklichen Bayern. Burkhard Weber war unterwegs. Mal sehen, wen er alles getroffen hat im Siegesrausch. 21.50 Uhr im Müngersdorfer Stadion. Vigar Köbel geht in die Knie. Jupp Heynckes, wie man ihn wohl noch nie gesehen hat. Aber der Mann des Tages hieß heute Abend Roland Wohlfahrt. Zunächst mal herzlichen Glückwunsch zu 3 Treffern. Die Wiedergeburt heute. Hat man da Selbstzweifel, wenn man so lange nicht getroffen hat? Ja, sicherlich habe ich Zweifel gehabt, dass ich überhaupt noch ein Tor mache. Ich habe versucht, von Woche zu Woche, wo ich kein Tor gemacht habe, endlich mal den Knoten platzen zu lassen. Aber es ist mir einfach nicht gelungen. Heute habe ich 3 Stück gemacht. Jetzt will ich hoffen, dass das mein Selbstvertrauen zurückgibt und weiter die Tore macht. Herr Heynckes, eine unglaubliche Atmosphäre. Gratulation zur deutschen Meisterschaft. Na, ich glaube, das ist die Entscheidung, aber warte mir noch 2 Spiele ab. Sie sind ja völlig außer Atem jetzt. Ja, ich habe gerade, ich glaube, das ist verständlich, weil da entlädt sich eben der Druck, den wir doch in den letzten Wochen gehabt haben. Aber ich muss insgesamt sagen, dass meine Mannschaft da hervorragend mit fertig geworden ist. Man hat gesehen, die haben heute ein super Spiel geliefert und ich glaube, auch in der Höhe verdient gewonnen. Ich glaube, das war das erste Mal, dass wir aus der kompakten Abwehr spielen haben können. Die Kölner haben kommen müssen, da tun sie sich schwer. Und es war ein offenes Spiel. Die zweite Halbzeit ging es hin und her. Die erste Halbzeit war relativ wenig Torschancen. Das Spiel war offen bis zum 2-1. Ja, ich meine, man hat es gesehen, man muss jetzt an die eigene Brust haben. Es waren 2 gleich starke Mannschaften heute. Ja. War das jetzt die Meisterschaft? Ja, wenn es das nicht war, dann nie mehr. Ja. Okay, vielen Dank, Klaus Augenthaler. Wir waren uns ziemlich sicher, dass wir unsere Chance bekommen mit Konter und die haben wir heute eiskalt genützt. Und ich glaube, dass heute die bessere Mannschaft gewonnen hat. Was war los beim 1:1? Missverständnis von Klaus Augenthaler? Es war ein Missverständnis und wer weiß, für was das gut war. Wir haben uns geschworen in der Halbzeit, wir reißen uns nochmal zusammen. Und wir haben gesagt, wir werden hier heute deutsche Meister, weil es gibt nichts Schöneres für uns. Und das ist eingetreten. Heute hat sich bewiesen, wer die beste Mannschaft in Deutschland ist. Und das ist eben mit großem Abstand der FC Bayern. Wie haben Sie das Spiel jetzt gesehen? Eine kurze Analyse. Ja, denn die Kölner sind meiner Meinung nach mit dem ungeheuren Druck überhaupt nicht fertig geworden. Die haben von Anfang an sehr nervös gespielt, haben überhaupt nicht Druck gemacht. Und das war natürlich tödlich. Was kann man denn jetzt in Sachen Daum Heynckes machen? Kann man den Zwist nicht mal endgültig beenden?
Wir werden uns das jetzt in Ruhe überlegen. Von unserer Seite aus wird jetzt keine Schadenfreude loswerden. Wir werden in aller Ruhe die Dinge, sagen wir mal, analysieren und dann erstmal feiern. Okay, danke schön. Feiern ist wichtig, ja. Hier gab es zwischendurch Jubel, offensichtlich im Köln-Müngersdorfer Stadion im Moment mehr Bayern-Fans als Kölner, aber jetzt hören Sie die auch. Aber es sind auch noch eine Menge Kölner hier. Wir wollen Ihnen noch ein paar Reaktionen zeigen, die mein Kollege Andreas Diek eingefangen hat. Da geht es in erster Linie um den 1. FC Köln und dann geht es live hier zu unseren Gästen. Die 85. Spielminute. Der Leidensweg von Christoph Daum nimmt seinen Lauf. Wohlfahrt hat Bayern in Führung geschossen. Das Ende ist allseits bekannt. Noch einmal gibt es wohl einen ganz großen Stich in der Magengegend des Mannes, der heute Abend eigentlich die Bayern vom Thron stürzen wollte. Im 49. Aufeinandertreffen gab es den 21. Sieg der Bayern. Köln konnte bisher erst 17 Mal gewinnen. Aber der Sieg wird neidlos anerkannt, denn die Bayern waren die bessere Mannschaft. Wie ist die Stimmung jetzt, ganz die persönlich? Natürlich gedrückt. Wir haben uns viel vorgenommen. Wir wollen das Spiel gewinnen. Man muss anerkennen, die Bayern haben sehr gut gespielt. Und wir haben es halt versäumt, nach dem 1-1 die Entscheidung herbeizuzwingen. Das ist uns nicht gelungen. Und die Bayern haben letztendlich verdient gewonnen. Meisterschaft natürlich entschieden? Ja, sicher. Okay, das ist klar. Das ist gelaufen. Wir wollen das Unmögliche wahrmachen. Wir haben eine super Serie hingelegt. Das ist uns jetzt letztendlich nicht gelungen. Im Moment sind wir natürlich ganz schön deprimiert, aber ich glaube, wir können stolz darauf sein, was wir in dieser Saison geleistet haben. War der Druck zu groß, die Sprüche zu frech? Auch glaube ich nicht. Ich meine, wir wussten ja, dass es sehr, sehr schwer werden wird und wir haben alles versucht. Vielleicht haben wir heute nicht unser bestes Spiel gezeigt, aber Bayern München ist auch eine gute Mannschaft. Das haben wir ja nie, geleugnet, dass Bayern Fußball spielen kann und das haben sie heute bewiesen und das hat halt nicht gereicht. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft jetzt? Ja, natürlich sind wir nicht zufrieden. Das ist klar, wir haben alle gerechnet, dass wir Bayern heute hat geschlagen, aber so ist Fußball. Und Sie persönlich, mal richtig ausgedrückt, wie fühlen Sie sich jetzt? Ja, ich bin eigentlich kaputt, muss ich sagen, auch körperlich. Ich meine, ich habe so viele Spiele geleistet, die letzte Monate auch mit der Nationalmannschaft so. Aber ich habe natürlich gehofft, heute die letzte Kraft da zu gebrauchen, habe auch benutzt, aber hat nicht gereicht. Ja, die Stimmung ist natürlich nicht so gut. Für uns war es so, dass wir halt jetzt halt unterm Strich, wenn man sieht, eine erfolgreiche Aufholjagd gehabt haben. Aber heute das wichtige Spiel haben wir verloren und das ist natürlich traurig. Was wurde in der Kabine gesagt vom Trainer? Ja, der Trainer hat uns nochmal beglückwünscht. Wie gesagt, dass wir eine tolle Serie hingelegt haben. Und ansonsten hat er jedem auf die Schulter geklopft und weiter war nichts. Meisterschaft entschieden? Ja, jetzt denke ich schon, aus 3 Spielen 4 Punkte Vorsprung, da ist wohl kaum noch was zu machen. Also für euch völlig abgehakt? Naja, wir müssen die letzten 3 Spiele spielen und da werden wir natürlich sehen, dass wir die Punkte einfahren. Es geht ja schließlich auch noch um unsere Punktprämien. Aber jetzt mit den 4 Punkten Vorsprung, Bayern haben noch 2 Heimspiele. Also da sollten wir uns keine großen Illusionen hingeben. So, und damit sind wir wieder im Stadion. Günter Netzer und ich haben jede Menge Leute hier und derjenige, der natürlich, es tut mir leid, Christoph Daum, am meisten im Mittelpunkt steht, sind Sie. Wenn Sie das, er zeigt rüber auf Roland Wohlfahrt, Roland zeigt rüber auf ihn. Also natürlich ist der Roland der Mann gewesen, der heute Abend das Spiel entschieden hat. Aber Christoph, Sie müssen es sich gefallen lassen, dass Sie natürlich an dem nochmal gemessen werden, was am letzten Samstag geschehen ist, was Sie gesagt haben, was Sie vorhergesagt haben, nämlich, dass der 1. FC Köln Meister wird. Das ist jetzt endgültig negativ beschieden. Ja, ich würde es aber immer wieder machen. Ich würde genauso wieder versuchen, in der Situation, in der die Bundesliga, ich meine, ich muss mich wiederholen, nach meiner Ansicht einzuschlafen drohte. Von allen Seiten kamen Glückwunschtelegramme nach München. Für die München eine angenehme Sache. Aber insgesamt für die Bundesliga muss ich sagen, auch keine so interessante Sache, wenn eine Mannschaft so, sagen wir mal, ganz widerstandslos davon marschiert. Ich glaube, dass wir in den letzten Wochen eine entsprechende Begeisterung und Emotion ausgelöst haben, die ihresgleichen sucht. Und letztendlich haben wir, glaube ich, auch dazu beigetragen, dass die Bayern jetzt im Augenblick sich zu Recht mit Stolz über die deutsche Meisterschaft freuen können. Also sind Sie der Erfolgstrainer der Bayern, ja? Also, ich gebe Ihnen ja weitgehend recht.
indem Sie sagen, dass Sie das Ganze interessant und nach oben gebracht haben. Aber war es nicht vielleicht doch am Samstag ein Tick zu viel? Weil ich habe gerade ein paar Mal auch hier von den Spielern gehört, der hat uns erst so richtig heiß gemacht. Ja, ich glaube, dass von der emotionalen Seite am letzten Samstag gesehen, eigentlich wir hätten gewinnen müssen. Denn da war ich eigentlich in der etwas, sagen wir mal, glücklicheren Situation. Und es sind eigentlich sehr viele negative Dinge von anderen Personen da aufgekommen. Das glaube ich. Generell muss ich aber sagen, dass dieser Auftritt den Fußball nicht etwas genutzt hat. Ich war selber dabei und von daher fühle ich mich auch über diesen Auftritt nicht ganz so wohl. Christoph, lass mich eine Frage anschließen zum heutigen Spiel. Ist die Auswechslung vom Jürgen Kohler verletzungsbedingt gewesen? Weil das ist für mich das Entscheidende gewesen. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass Jürgen Kohler jetzt 5 Wochen kaum trainiert hat. Er hat in dieser Woche 3 Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolviert. Und es war für uns trotz allem ein Risiko, Jürgen Kohler spielen zu lassen. Aber ich glaube, Jürgen Kohler ist, wie man so sagt, einer unter 100.000 von seiner Einstellung her. Er hat gesagt, gegen die Bayern will ich es wissen, auch wenn ich noch nicht 100% fit bin, ich spiele. Über das Risiko waren wir uns bewusst. Und ich muss sagen, in der ersten Halbzeit hat er seine Sache ganz hervorragend gemacht, auch eigentlich so lange, wie er drin war. Aber mit zunehmender Spielzeit hat sich die Verletzung wieder bemerkbar gemacht. Und ich muss sagen, dass ich nicht derjenige bin, der Erfolge auf Kosten von anderen jetzt hier irgendwie erringen will. Das heißt, dass mir die Gesundheit von Jürgen Kohler nichts wert ist. In der Situation, muss ich sagen, habe ich dann gesagt, nicht den Erfolg um jeden Preis. Nein, da haben wir uns missverstanden. Ich wollte nicht die große Leistung von Jürgen Kohler ansprechen. Ich wollte sagen, dass es im Grunde genommen ein Fehler war, dass du ihn ausgewechselt hast. Weil man kann nicht sagen, dass der Ralf Sturm, ein Junge, der nun wirklich gerade seine Karriere erst anfängt, dass der die letzten 10 Minuten noch dieses Spiel hätte umdrehen können. Das macht man halt, wenn man eine Brechstange als Mittelstürmer hat, wenn man einen braucht, der dieses Spiel umdrehen kann. Das kann ich nicht verstehen, dass du ihn ausgewechselt hast. Ja, okay. Ich meine, dann hast du jetzt im Augenblick überhaupt nicht zugehört. Ich habe gesagt, dass mit zunehmender Spielzeit die Verletzung sich zurückgemeldet hat. Also, die Auswechslung war eine Auswechslung wegen einer Verletzung. Wenn ich den Jürgen drin lasse und beim nächsten Schritt reißt vielleicht der Muskel, der da in Anspruch genommen ist. Wir haben nächste Woche noch ein Länderspiel. Deutschland steht auch mit auf dem Spiel und ich muss sagen, dass ich da nicht entsprechend da nicht dran denke. Wir haben ja den Jürgen hier. Fragen wir den Jürgen. Wäre es noch weitergegangen? Nein, es war also so, dass mit Fortdauer des Spiels sich die alte Verletzung wieder bemerkbar gemacht hat und ich also die letzten 10 Minuten auf keinen Fall durchspielen konnte, weil da hat sich die alte Verletzung wirklich wieder bemerkbar gemacht. Es waren wieder krampfartiges Zusammenziehen und deshalb bin ich dann auch rausgegangen. Jetzt müssen wir zu den Siegern einfach gehen. Die haben jetzt lange genug warten müssen. Der Olaf und der Roland, die sitzen hier. Roland, 3 Tore geschossen heute, das ist das Größte, aber der Franz Beckenbauer war nicht da. Wissen Sie warum? Nein. Er ist vom Fahrrad gefahren und hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Also darüber soll man nicht lachen jetzt. Ja? Wie hört sich das denn an? Aber für Sie war das natürlich heute so etwas wie eine Explosion, wie eine Wiedergeburt, monatelang nicht getroffen. Haben Sie speziell auf den Tag hingearbeitet? Das kann man, glaube ich, nicht. Nee, mit Sicherheit nicht. Ich habe unwahrscheinlich einen Tief durchmachen müssen. Ich habe schon verzweifelt, dass ich überhaupt noch Fußball spielen kann. Ich habe immer wieder versucht, wieder vom Neuen anzufangen. Es hat nie geklappt. Der Knoten wollte auch nicht platzen. Ich habe zwar viele Chancen gehabt, aber einfach nicht verwertet. Heute in Köln natürlich gleich 3-mal. Das freut mich umso mehr. Das glaube ich auch. Die Fans klatschen nochmal. Und der Olaf da drüben grinst genüsslich. Ich hätte gerne auch 3 Tore gemacht. Olaf, aber das hat nicht ganz gereicht. Ja. Das verstehe ich. Olaf, der Günther hat es schon gesagt. Und wenn Günther das sagt, der kommt zu mir und sagt, der Olaf hat ein ganz großes Spiel gemacht. Wenn Günther das über Mittelfeldspieler sagt, dann ist das ein Riesenkompliment. Der Olaf hat auch ein paar Durchhänger gehabt in der letzten Zeit, aber heute lief es optimal. Kam das unter anderem, jetzt stelle ich diese Frage mal konkret, kam es daher auch, dass ihr euch besonders stark gefühlt habt heute durch das, was Christoph Daum gesagt hat? Nein, das auf keinen Fall. Zudem muss ich noch sagen, ich glaube, wir sollten eher über das Positive sprechen, als über die negativen Dinge, die in der letzten Zeit geschehen sind. Ich zum Beispiel habe das am Samstag überhaupt nicht verfolgt im aktuellen Sportstudio. Und ich glaube, bei uns den Sexfilm wieder geguckt, ne? Und das war, glaube ich, gar nicht so entscheidend für unsere Mannschaft. Wir wussten, dass wir hier gewinnen können, wenn wir die richtige Einstellung haben. Und das hat man gesehen, dass sie von 1 bis 13
vorhanden war. Wir haben uns natürlich sehr viel vorgenommen. Wir waren in einer besseren Ausgangsposition. Deshalb auch die Sprüche. Sie waren mit dem Rücken zur Wand. Das muss man sich mal überlegen. Sie haben alles versucht. Und deswegen auch ein Kompliment an die Mannschaft, die alles versucht hat, dem FC Bayern noch ein Bein zu stellen. Also, den Beifall dürft ihr genießen. Den Präsidenten will ich aber auch ansprechen. Herr Atzinger-Bolten, hätten Sie sich das heute ein bisschen anders gewünscht? Ich meine, vom Spielerischen her sowieso. Aber das, was in der Woche vorher zu hören war, da hat sich die Polizei hier zu Worte gemeldet und ich weiß nicht wer alles und Politiker. Ist das nicht vielleicht auch etwas Negatives, was da auf den 1. FC Köln zugekommen ist, obwohl das eigentlich meines Erachtens nach gar nicht nötig war, denn es lief eigentlich auf ein positives Endspiel hin? Also wir sind gemeinsam hier angetreten, Christoph Daum, die Mannschaft und der Vorstand unseres Vereins, in Köln Fußballfeste zu feiern. Und wir haben alles getan, um hier ein Fußballfest zu feiern. Wir haben heute verloren. Die Bayern, das muss man neidlos anerkennen, haben besser gespielt und haben auch verdient gewonnen. Dazu auch meine herzliche Gratulation an die Bayern. Aber ich möchte genauso unserem Trainer und unserer Mannschaft, unserer sehr jungen Mannschaft, gratulieren, dass sie eine in der Geschichte des 1. FC Köln beispiellose Serie hingelegt hat. Wir haben zu Beginn der Saison gesagt, wir sind heilfroh, wenn wir den UEFA-Cup-Platz erreichen. Jetzt haben wir an der Meisterschaft geschnuppert. Es hat uns sehr gefallen, daran zu schnuppern. Wir haben viel Freude daran gehabt. Ich bin sicher, wir werden darauf aufbauen, mit dieser jungen Mannschaft in der nächsten Saison in Köln wieder Fußballfeste zu feiern. Und dann dreht sich es vielleicht andersrum. Der Fußball ist genau das, was sich heute Abend abgespielt hat. Nämlich ein Spiel, das so oder so entschieden werden kann. Es ist heute gegen uns entschieden. Das ist sehr schade. Wir bedauern das, vor allem auch wegen der vielen Kölner Zuschauer, die uns immer mehr Zuspruch gegeben haben. Aber wir geben auch nicht auf. Wir haben gar keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen. In Köln feiert man eigentlich immer. Und wir haben vorher gesagt, wir feiern auch den zweiten Platz. Und das werden wir mit genau derselben Freude tun, wie wir eigentlich heute in das Spiel gegangen sind. Wir haben heute zwar einen Tag, ein Spiel verloren, aber von unserem Weg, Fußballfeste zu feiern, attraktiven, offensiven Fußball in einem sympathischen Verein zu spielen, wird uns keiner abbringen. Das ist ein Programm. Herr Daum, ich glaube, jetzt sind Sie für die letzten Spiele noch mal ganz besonders gefragt, die Mannschaft zu motivieren. Fällt Ihnen da auch noch etwas ein? Ja, das ist mein Beruf und wenn mir nichts mehr einfällt, höre ich auf. Und ich muss sagen, es macht mir riesen Spaß, auch die letzten Spiele entsprechend anzugehen. Denn letztes Jahr waren wir Dritter, dieses Jahr werden wir hoffentlich Zweiter sein. Was wird nächstes Jahr? Das lassen wir mal offen. Ich sehe den Roland Wohlfahrt hier fast ein wenig traurig sitzen. Das heißt traurig, aber macht einen sehr ruhigen, gefassten Eindruck. Roland, feiern Sie mehr innerlich oder wie drückt sich das bei Ihnen ja, aus? Ja, sicherlich. Ich bin jetzt sehr müde eigentlich. Dann wollen wir Sie auch gar nicht mehr so viel belästigen. Nur Ihren, ja, demnächst Mannschaftskollegen, den will ich noch fragen. Haben Sie jetzt nach dem Spiel schon irgendeinen Kontakt zu Ihren neuen Mannschaftskollegen gehabt? Nein, ich meine, ich war auch ziemlich deprimiert, ist klar, nach der Niederlage. Ich meine, für mich wäre nichts Schöneres gewesen, als mit einem deutschen Meistertitel nach Bayern zu gehen. Aber ich glaube, im Endeffekt haben die Bayern heute hier verdient gewonnen. Aber jetzt gehen Sie zum deutschen Meister. Ist auch nicht schlecht. Ja, gut. Ich meine, ich wäre gerne als deutscher Meister hingegangen. Jetzt haben sie die Bayern haben uns das ein bisschen vermiest, aber okay. Also was für Sie ganz offensichtlich sehr wichtig war, gerade im ersten Augenblick nach dem Spiel, da gingen wir aufeinander zu und Sie sagten, ich habe alles gegeben, ich habe alles gegeben. Das hat man auch gesehen. Also Sie haben so ein ganz klein wenig Angst gehabt, dass vielleicht seitens der Fans da irgendwo vielleicht noch ein fader Beigeschmack bleibt. Aber das haben Sie heute endgültig ausgeräumt, ja? Nein, ich weiß, dass ich vor allem den Fans und auch dem Verein viel zu verdanken habe. Ich bin mit der Mannschaft eigentlich erst groß rausgekommen. Und da muss ich sagen, Dankeschön an das Publikum vom 1. FC Köln. Gut. Die Zeit läuft uns wie immer ein wenig weg, aber ich will den Olaf abschließend wenigstens noch etwas fragen. Ich habe es gerade schon mal gesagt, es gab so einen kleinen Durchhänger. Ist das jetzt endgültig beendet? Olaf Thon wieder auf dem Weg zum Nationalspieler? Ja, er gehört ja zum Kreis, aber dass er auch wieder Stammspieler wird? Das ist natürlich mein Ziel und ich habe in den letzten Wochen ganz gut gespielt. Vor allen Dingen letzten Samstag, wo wir auch gewonnen haben, wo ich natürlich hätte Tore machen müssen. Und ich war eigentlich mit meinem Spiel recht zufrieden. Heute ein sehr gutes Spiel und ich hoffe natürlich, dass ich mit diesem Spiel wieder meine Chancen gewahrt habe, Stammspieler zu werden, denn das ist mein Ziel. Ich will in der Nationalmannschaft helfen und versuchen, halt nach Italien zu kommen, 90. Ja, sicher, klar. Ich habe vergessen, auch noch den Trainer zu erwähnen, den ich auch sicherlich viel zu verdanken habe, denn ich glaube, der lässt die Spieler eigentlich das machen,
was sie können. Und auch da wirklich Dankeschön auch an den Trainer. Ich habe euch zwei, also den Olaf und den Jürgen, mal beobachtet. Ihr habt euch zwischendurch mal ganz schön gekennelt. Was war ja, denn da? Ja, das gehört dazu. Was habt ihr euch denn da gesagt? Das würde ich gerne mal hören. Also so ich habe trotz meiner geringen Statur einen Kopfball gewonnen. Na, da gemerkt. Nein, stimmt nicht. Du hast ihn verloren, du bist in mich reingesprungen. Ja, also ich habe den Ball gekriegt. Gut, wir sehen das mal von meiner Sicht heraus. Und dann stand er vor mir und hat mich so mit der Brust weggeschubst. Darf er gar nicht, ne? Das darf er nicht. Und das habe ich dann auch gemacht. Und naja gut, wir haben, glaube ich, schon zu dem Zeitpunkt geführt. Ich wäre gar nicht an die Brust gekommen. Gut. Und dann hast du zu ihm gesagt, Herr Kohler, lassen Sie das. Nein, ich habe gar nicht mit ihm gesprochen. Gar nicht? Ja, die haben das, ich glaube auch die Kölner, ich habe das mal beobachtet vor dem Spiel. Jetzt nach dem Spiel kann man das als Sieger natürlich immer erwähnen. Die haben also uns ignoriert. Ich weiß nicht, ob das strikte Anweisung. Wir haben mal eine Frage an den Trainer, dass die nicht mit uns sprechen sollten. Oder ich meine, psychologisch, weil ich habe das ja auch verfolgt. In Zeitungen lese ich ja auch ein bisschen. Und das mit der Psychologie, mit den Noten. Und ich weiß nicht, ob das dazugehört. Wäre mal interessant für mich zu wissen. Ich meine, ich plaudere ja oft aus dem Nähkästchen. Und ich möchte auch die Situation wieder nutzen. Ich habe vorher gesagt, geht lächelnd an die Münchner heran und denkt euch euren Teil, den ihr auf dem Spielfeld nachher macht. Das heißt ja. Also, ich wollte schon, dass man Kontakt zueinander sucht, dass man auch meinetwegen so lächelnd an den Gegner rangeht, denn letztendlich haben wir gesagt, das soll ein Fußballfest werden und von daher wollten wir auch unseren Teil dazu beitragen. Und ich habe mich gewundert, dass da an der Eckfahne so gelacht wurde. Jetzt weiß ich das endlich. Also. Vielleicht. Ja. Gut. Das war die Runde, die die deutsche Meisterschaft sozusagen heute entschieden hat. Davon muss man wohl ausgehen. Ich bedanke mich, dass nach Spielende noch waren. Ich weiß, dass das schlaucht, nach so einem Spiel dann auch noch hier sitzen zu müssen. Ich glaube, es war ein gutes Spiel, wieder mal eine Werbung für den Fußball. Und ich muss sagen, ich bin mit dem Christoph Daum nicht immer einverstanden gewesen, mit dem, was er gesagt hat, mit dem, was er getan hat. Aber, lassen Sie mich das so sagen, er hat wirklich ungeheuer viel bewirkt in den letzten Wochen. Und deswegen sollten alle Fußballfans, Spieler wie Anhänger ihm eigentlich Dank. So, wir haben noch zwei andere Spiele, die wir Ihnen kurz anbieten möchten. Zum einen das Spiel Nürnberg gegen Dortmund. Die Höhepunkte kommen von Michael Fahrt aus dem Nürnberger Stadion. Köln. Ja, danke schön, Michael. Ich wollte noch einen Satz haben von Günter Netzer. Der Club nur 1:1. Die müssen sich jetzt ernsthaft Sorgen machen, dass sie vielleicht sogar absteigen. Oder wie sieht das, Günter? Ja, die sind in äußerster Gefahr. Also ich weiß nicht, wie sie das bewerkstelligen wollen, dass sie da die notwendigen Punkte haben, um wenigstens den drittletzten Platz zu schaffen. Es kommt noch zu einem weiteren wichtigen Spiel, das wir Ihnen auch in kurzen Ausschnitten zeigen wollen. Auch ein Spiel gegen den Abstieg. Und auf der anderen Seite geht es um den HSV. Und da wollte ich Sie gerade fragen, als Ex-Hamburger Manager, was haben Sie denn so gedacht und gesagt, als Ribbeck jetzt seinen Rücktritt kurzfristig eingereicht hat als Sportchef? Also ich bin ein wenig erschrocken gewesen, weil das hätte ich nicht gedacht. Ich war sehr, sehr froh, dass Sie als Magath-Nachfolger den Erich Ribbeck genommen haben, weil ich ihn für einen sehr, sehr fähigen Mann halte. Und wenn man nach Hamburg geht, muss man wissen, dass einem da der Wind ins Gesicht bläht. Das ist eine ganz spezielle Pressestadt, wo es immer sehr, sehr hart zugeht. Das muss man wissen, wenn man da hingeht und dass man aus diesen Gründen dann irgendwann den Kram hinschmeißt. Ich weiß nicht, ob es diese Gründe waren, aber das finde ich im Grunde genommen sehr, sehr schade für den HSV. Mal sehen, ob das Ganze irgendwo eine Schockwirkung ausgelöst hat auf die Mannschaft. Waldhof Mannheim gegen den HSV, die Höhepunkte von Michael Wiese. Zwei Jubilare gab es heute vor dem Anpfiff dieser Partie. Zunächst einmal Schiedsrichter Assenmacher. Er pfiff heute sein 100. Bundesligaspiel und machte seine Sache gut. Der zweite Jubilar war Mittelfeldass Peter Lux vom SV Waldhof Mannheim. Er bestritt sein 200. Bundesligaspiel. Beim Hamburger Sportverein nach dem Rücktritt von Erich Ribbeck in dieser Woche natürlich Unruhe in der Mannschaft. Es gab Gerüchte, dass nach dem Verkauf von Uwe Bein und Manfred Kals weitere Spieler verkauft werden müssten. Aufgrund der hohen Verbindlichkeiten des HSV, aber dazu später mehr. Die Partie begann zunächst recht nach dem Geschmack der 12.000 Zuschauer. Die 11. Minute, herrlicher Pass von Peter Lux. Flanke Manfred Bockenfeld. Und die erste große Torchance von Mittelstürmer Uwe Freiler. Richard Golz im HSV-Tor auf dem Posten.
Noch einmal diese Situation. Herrlich reagiert von Richard Golz, der den Ball in letzter Sekunde erwischte. Dann die 14. Minute. Günther Güttler mit einem herrlichen Distanzschuss. Der Ball geht an den Pfosten. Riesenglück für Richard Golz. Diesen Ball hätte er sicherlich nicht mehr halten können. Wir sehen noch einmal, dass er ihn nicht richtig festhält. Dann aber gut reagiert und das Leder unter sich begräbt. Der SV Waldhof Mannheim wollte natürlich gegen den HSV die große Chance zum Klassenerhalt nutzen, durch einen Sieg diesem großen Ziel einen Schritt näher kommen. In der 24. Minute dann dieser Freistoß von Bockenfeld und Roland Dickgießer mit einem Flugkopfball erneut Richard Golz auf dem Posten. Dennoch verriet der lange Hamburger heute einige Unsicherheiten. Waldhof Mannheim erstaunlicherweise dem HSV in der gesamten ersten Halbzeit haushoch überlegen. Wir sind jetzt in der 30. Spielminute. Immer wieder Antreiber, Nationalspieler Manfred Bockenfeld. Herrliche Flanke, dann reklamieren die Zuschauer faul im Strafraum. Noch einmal kommt Peter Lux an den Ball. Und dann der schnelle Gegenzug des HSV über Thomas von Hesen. Er scheint auf und davon, aber dann wehrt Sionanis in der letzten Sekunde ab. Dies gleichzeitig die erste und einzige Chance des HSV in der ersten Halbzeit. Noch einmal dann Gerd Deiß mit einem Fernschuss. Richard Golz wehrt das Leder über die Latte. Tja, Erich Ribbeck, er saß bezeichnenderweise auf der Tribüne. Er wird seinen Entschluss des Rücktritts sicherlich nicht bereut haben. Und er konnte weiter nur mit dem Kopf über den HSV schütteln. Erneut Gerd Deiß mit einem herrlichen Schuss. Dank an Richard Golz, dass dieser Ball nicht im Tor landete. Dann die 60. Spielminute, Sascha Youssefi. Und urplötzlich kommt Harald Spörl an den Ball, aber er ist zu überhastet im Abschluss. Die letzte große Chance des Spiels hatte dann der HSV. Dennoch, es blieb beim Torlosen unentschieden. Trotz des einen Punktgewinns bleibt Mannheim weiterhin in Abstiegsgefahr. Und der HSV wird wohl einen UEFA-Cup-Platz sicher haben. Dennoch müssen die HSV-Spieler fürchten, dass nach dem Verkauf von Uwe Bein und Manfred Kals weitere Spieler den Verein verlassen müssen. Dazu Thomas von Hesen. Ich glaube, alles, was da gesagt wird, ist nicht wahr. Und also meine Person ist so gestellt, dass ich beim HSV bleibe im nächsten Jahr. Wie sehen Sie denn die Situation jetzt nach dem Rücktritt von Herrn Ribbeck? Ja, es ist natürlich so, dass die Position jetzt unbesetzt bleibt. Also das heißt, bis zum Saisonende bleibt er uns erhalten und dann bleibt halt die Position nicht besetzt. Und ich glaube natürlich, dass über das Präsidium das Ganze auch zu machen ist. Nur in absehbarer Zeit müsste wahrscheinlich dann auch wieder ein Mann da eintreten, der für die ganze Organisation in Frage kommt. Schönen Dank. Wollen wir die Resultate des Tages uns jetzt noch gemeinsam anschauen. All das, was sich heute getan hat auf den Plätzen der Fußball-Bundesliga. Da gab es folgende Partien. Köln gegen die Bayern, das haben wir hier live miterlebt, 1:3. Der 1. FC Nürnberg und Borussia Dortmund trennen sich 1:1 unentschieden. Mannheim gegen den Hamburger SV 0:0. VfB Stuttgart gegen den 1. FC Kaiserslautern, das hatten wir gestern schon, 3:1. Frankfurt gegen Gladbach 1:1. Für Frankfurt wird es auch immer düsterer, Günther. Ja, ich habe sie letzte Woche sehen können in Leverkusen. Da haben sie an für sich recht gut gespielt, aber sie kommen einfach nicht da unten weg. Und da sollte man in jedem Fall die Heimspiele gewinnen. St. Pauli gegen die Stuttgarter Kickers 1:0. Für die Kickers sieht es auch immer düsterer aus. Der KSC verliert zu Hause gegen Bayer Leverkusen 2:3. Bayer Uerdingen gegen Hannover 96, das höchste Resultat des heutigen Abends 7:3. Und der VfL Bochum verliert zu Hause gegen Werder Bremen mit 0:1. Und damit können wir dann gleich zur Tabelle kommen, die folgendes Gesicht hat. Die Bayern natürlich jetzt vorneweg. Das war die deutsche Meisterschaft, Köln Zweiter, Werder, ein sicherer UEFA-Pokalplatz. Auch der HSV dürfte einen solchen erreichen. Ein wichtiger Auswärtspunkt heute für Mönchengladbach. Sechster der VfB Stuttgart, Borussia Dortmund auf Rang 7. Weiter geht es dann mit Leverkusen, die sich bekrabbelt haben. Neunter die Uerdinger mit einem ausgeglichenen Punktekonto. Zehnter der 1. FC Kaiserslautern. Elfter der FC St. Pauli, 12. der KSC.
dann 13. der VfL Bochum, 14. Mannheim, 15. Nürnberg, 16. Frankfurt, 17. die Stuttgarter Kickers und abgestiegen Hannover 96. So, das war's in Sachen Fußball-Bundesliga. Ich wollte eins noch sagen, gerade gab es hier so ein bisschen schadenfrohes Gelächter über die Geschichte mit Franz Beckenbauer. Gut ist das Ganze nicht, denn wir haben ja in der nächsten Woche ein WM-Qualifikationsspiel gegen Wales, also gute Besserung. Franz Beckenbauer, haben Sie was gehört von ihm? Weil ja, ich habe heute mit ihm telefoniert und es stimmt wirklich, diese Geschichte. Wir waren hier verabredet. Er ist mit einem Rennrad gefahren und auf der Straße lag ein Kabel, das er nicht gesehen hat, und ist dann kopfüber, über den Lenker hinweg also, auf das Schlüsselbein gefallen. Das Schlüsselbein ist angebrochen. Er hat enorme Prellungen. Beim Telefongespräch hat er allerdings lachen können, sodass er also nicht für den Lehrgang ausfällt. Und ich glaube, dass er sich eine ganze Menge Spott gefallen lassen muss morgen von den Spielern. Wahrscheinlich werden Sie ihn Rudi Altig rufen jetzt. So, wir können Ihnen noch sagen, dass wir am nächsten Samstag eine normale, kurze Anpfiffsendung haben, dann aber auch mit interessantem Fußball, wie ich denke, denn in der zweiten Liga geht es weiter. Wir zeigen Ihnen unter anderem die Spiele Aachen gegen Wattenscheid und Schalke gegen Freiburg. Und wir haben einen großen Film gedreht in Italien. Da gab es nämlich jetzt am Wochenende die Präsentation der weltbesten Fußballer. Und die spielen alle in Italien. Van Basten ist Erster geworden, Maradona Zweiter und Gullit Dritter. Das sehen Sie dann am Samstag in unserer Anpfiffsendung zwischen 19 Uhr und 20 Uhr. Am Samstag verkürzt, übernächsten Samstag dann wieder eine normale Bundesliga-Sendung mit Günther und mir. Wir verabschieden uns aus dem Müngersdorfer Stadion. Die deutsche Meisterschaft ist entschieden. Ich hoffe, Sie hatten einen Fußballspaß, der Ihnen gefallen hat. Bis dahin. Tschüss.